Und was meinst du? Ha? Was sagen die Buchmacher? Also jetzt ist für den österreichischen Filmpreis gewinnt. Ja. Keine Ahnung. Also die Chancen sind schon gut. Ah. Aber wir sollten nicht traurig sein, wenn wir es nicht schaffen, ne? Das geht. Meinst du, wir gewinnen? 100. Ganz 100%, ey. Ganz ist ja einfach dumm, nicht für uns zu wetten. Wenn ist auch nicht so schlimm, ne? Wenn ist es schon schlimm. Wir hatten ja schon eine Zeit. Nein, es ist schlimm. Es ist schlimm, es ist wirklich schlimm. Als ich angefangen habe, diesen Film zu machen, hat mein Herstellungsleiter von der Uni gesagt, ich habe mal versucht abzuraten davon, diesen Film zu machen. Und wie ihr seht, habe ich es trotzdem geschafft. Ich liebe die Herausforderung, ne? Und ich habe die nötige Leidenschaft, die dafür nötig ist, das durchzuziehen. Und ich möchte, dass die Filme, die ich mache, was Besonderes sind und das Dinge, die er sofort nachmachen kann. Und ich glaube, mit Henry ist uns was echt Einzigartiges gelungen. Ich bin natürlich jemand, der immer hofft und daran glaubt. Und auch sehr, ja, dass wir gewinnen natürlich. Keine Ahnung, ich bin eigentlich ganz normal. Du bist einfach normal. Bist du eigentlich immer normal? Immer normal. Vor der Kamera wie hinter der Kamera. Immer. Ich möchte nochmal Danke sagen, Nino, dass du mit mir diesen Weg begangen bist, diesen Drill und diese Entbehrungen mitgemacht hast, auch an der Orgel. Und danke ans Team, an alle. Was sagen die Buchmacher? Aber die Buch. 20. 20? 20 was? Herzlich willkommen. Feiern heute die besten Filme des Jahres 2016. Hätte mir vor 3 Tagen vorgestellt, dass ich den österreichischen Filmpreis mal, dass ich da bin, hätte mir das nicht ahnen können. Und ich möchte nochmal an meinen Herstellungsleiter kurz verweisen, der mir damals abgeraten hat, diesen Film zu machen und gesagt hat, die Geschichte ist zu schwierig, mit Kindern zu drehen, in einem erzkonservativen, religiösen Internat in St. Blasien. Unmöglich. Und er hat gesagt, du gewinnst diesen Preis nie. Und ja. Er hat recht. Wir haben ihn nicht gewonnen, aber wir sind Sieger der Herzen. Sieger der Herzen. Es gibt noch ganz viele andere Festivals. Es gibt noch andere Länder. Also meine Klavierlehrerin hat mal gesagt, dass erfolgreiche Menschen 8-mal mehr scheitern als nicht erfolgreiche Menschen.